Wenn du so ein Set oder so ein Bruiser spielst und einfach, da müssen Enchanter-Supports so nervig sein, Alter. Der kann ja nichts machen, wenn ich neben dem Varus stehe. Der muss sich da einfach nur verarscht fühlen. Root, Slow, Root, Root, Schild. So, weiter geht's in der Solo-Queue, Leute. Midlane. Karma Top. It is Taric, Leute. Uff. Taric finde ich immer scary, muss ich sagen. Muss gegen Set oder was? Nee, hä? Dann wollen wir mal gewinnen, Leute. Wir brauchen eine kleine Winstreak, um 200 wieder zu knacken heute. Aber so Combo ist sick. So, gegen Irelia müssen wir. Okay, gar nicht mal so gut von ihr, oder? Ah, ich bin ein Inter. Jetzt gut. Richtig. Nicht too bad aus der Fight. Sehr geil. Nice, wichtig. Die musst du noch flashen. Hat sich die aber alles gebrochen, die Irelia, Alter. Nice, wichtig, wichtig, wichtig. Mantra W baitet die Leute so oft rein mit Karma, Leute. Okay, ich glaube, wir sind jetzt gut am Drücker. Ich bin jetzt auch Champion. Auch wenn ich Ölli geintert habe in der Lane. Oh shit. Das war's vielleicht doch nicht, der Turn. Oh. Hätte geduldiger sein sollen. Nice, was ein guter Fight. Hier haben die Backline komplett 2v5. Wenn du so ein Set oder so ein Bruiser spielst und einfach, da müssen Enchanter-Supports so nervig sein, Alter. Der kann ja nichts machen, wenn ich neben dem Varus stehe. Der muss sich da einfach nur verarscht fühlen. Root, Slow, Root, Root, Schild. Der hat noch ein Frozen Heart rein, Leute. Ich bin wieder sehr deep da hinten vom Wukong. So, er lebt einfach mit meiner Redemption und Radiant. Radiant ist gar nicht geprockt, lol. Wie Value das einfach hat, wenn da 5 Leute stacken, ist so crazy. Nice, noch gut geturnt, ey. So, 2 Wins für 200, Leute, komm. Ich glaube, wir haben Bardi nett, wa? Wenn ich dem jetzt Bart wegpicke, ist doch Auto-Loss, oder? Ja, ist Bardi nett. Die nennen wir mal hier eben, die Nami, auch wenn ich glaube, es Seraph Support ist. Bardi nett ist ein Top-Lane-Bart-Spieler, der von allen gehasst wird eigentlich in Haelo. Der Typ spielt halt quasi keine Lane oben. Der lässt halt die Top-Lane einfach allein und läuft nur über die Map. Und dadurch ist halt das Spiel komplett chaotisch. Wir spielen gegen den Coach von Big, Leute. Outlandish. Aha, aha. Minions spawn. First,
Why is it working? Er hat halt gedacht, dass die da unten warden gehen wahrscheinlich, aber der stand da einfach. Wenn die Leute diesen Ward hier stellen und du das hier machst, dann sind die halt immer tot, ne? Oh mein Gott, Leute, look at this. Gegen eine Xenroth Poke Lane. Hätte ich als Xenroth keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Das ist gut, ja, der hat jetzt Lifesteal, also er hält sich einfach gegen den Poke. Heißt, ich glaube, wird useless sein. Der Schaden mit einem Auto-Tick. Badinette hat ja quasi Blitzkrieg einfach genommen und abgekupfert, ne? Wenn man es so genau nimmt. Ich hab's nicht geschafft zu flashen, ich Inter. Dickes Shutdown für den Draven und Stacks. Wir rushen mal auf die aus Mandate. Hat schon Shieldbow der Draven. Das hat nicht connected. Okay, das waren irgendwie ein paar mehr als ich dachte. Junge, der Damage mit meiner wegen meinem Mandate. So ein Chaos-Game, immer wenn der dabei ist, ey. Aber ich habe ihn tatsächlich lieber im eigenen Team als im Gegnerteam, muss ich sagen. Im Gegnerteam macht es überhaupt gar keinen Spaß, weil du nie fighten darfst. Grace ist auch so ein komischer Champion. Irgendwie, manchmal macht der Damage und manchmal macht er gar keinen Damage. Es ist so random. Manche Grace machen so Ultraschaden und manche machen gar keinen Damage. Junge, die TP-Bart-Ult. Na gut. Direkt bekommen. Na gut. Was brauchen wir denn hier überhaupt? Ich hole Stuff einfach. Support Power! Ja, wir wollen noch 100 Gold eigentlich. Oh, der Flash von Xenroth. War der Panic Flash oder scriptet der? Was war das denn? Junge, der Schaden durch meine E plus Mandate ist so krank. Ich glaube, Uncle Iro ist nicht mehr so in Gamer-Laune. Nice. Ein Win für neues Peak, Leute. Let's go.